Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich eins, also recht früh. Okay, okay. Hast du auch Bonusgeschwister? Habe ich auch. Deswegen habe ich im Grunde vier Geschwister, aber bin Einzelkind. Das ist ein bisschen seltsam. Jetzt wird's deep. Ihr werdet verwöhnt, weil eure Eltern Schuldgefühle haben, also immer doppelt Geschenke. Ja, schön wär's. Doppelte Geschenke auf jeden Fall. Mhm. Ist leider nicht so. Also ein bisschen enttäuschend, ich weiß. Ja. Das ist schon so. Also wir haben, ja, Weihnachten ist natürlich immer ein bisschen Stress auch. Es gab mal so eine Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt willst du dein Gewissen reinwaschen. Ja, ja. Aber das ist auch vergangen. Und da gibt es auch doppelt Geschenke, aber wir sind da schon beim Wichteln, weil die Familien sind so groß. Man blendet halt total aus, dass es alles auch einfach so Punkte mit sich bringt, die einfach nicht cool sind. Viel Organisation, viel Absprache, Treffen. Wir hatten nicht so viel Geld gehabt in meiner Kindheit. Aber meine Mutter hat schon immer versucht, mir so viele Geschenke zu geben. Aber es hat halt nichts damit zu tun, dass meine Eltern getrennt sind. Ich würde gerade sagen, im Vergleich zu anderen nicht viel mehr, oder? Beziehungen gehen nun mal zu Ende und auch die von Eltern oder Menschen, die Kinder haben, gehen zu Ende. Und ich finde, denen dann im Umkehrschluss, wenn sie sich kümmern wollen, ein schlechtes Gewissen vorzuwerfen, das ist einfach nicht fair. Die Scheidung hatte Einfluss auf eure Entwicklung. Das macht natürlich was mit einem. Man geht ja nicht spurlos einfach rüber. Ich war 12, also mitten in der Pubertät. Also sehr, ich war auch 12. Gut. Ja, kommt eben drauf an, wann das passiert. Ich bin komplett mit denen aufgewachsen und bin ausgezogen, als sie noch zusammen waren. Also ich hatte dauerhaft alle Bezugspersonen. Meine Eltern haben sich, als ich 12 war, getrennt. Das war halt total die Pubertätsphase bei mir. Oh, das ist also bitter. Ja. Kann ich nicht genau sagen, ob meine schulischen Leistungen zum Beispiel deswegen ein bisschen schlechter geworden sind. Irgendwie hat das doch alles Einfluss, wie ich aufwachse und wie ich eben nicht aufwachse. Was mich so ein bisschen beeinflusst hat in der Entwicklung, war, glaube ich, schon so die Streitereien meiner Eltern. Ich glaube, das hat irgendwie schon so negativen Einfluss gehabt, auch im Sinne von Konfliktlösung heutzutage. Manchmal frage ich mich, ob irgendwann das nochmal bei mir hochkommt und ich merke, ich habe einen super dollen Knacks oder so, aber bis jetzt ist, glaube ich, ganz okay. Ja. Mama und Papa lästern bei euch übereinander. Ganz verhalten kommt mal ein Kommentar oder so. Ich weiß aber noch, dass ich das auch schon einige Male dann sehr bestimmt auch zurückgewiesen habe. Kam, glaube ich, an. Wurde verstanden. Und wurde verstanden, genau. Und meine Mama regt sich immer über meinen Vater auf. Und dann, wenn ich bei meinem Vater bin, über meine Mutter. Aber nur Negatives? Hauptsächlich. Ja, ist so schlimm. Mit dir nicht? Nee, überhaupt nicht. Also vielleicht abseits von mir, aber da haben sie mich immer rausgelassen. Das ist cool. Ich fand das immer ein bisschen blöd. Nö. Kannst du die nächste machen? Ja. Machen sie nicht. Der neue Partner hatte bei euch nie eine Chance. Nie eine Chance, würde ich nicht sagen. Mhm. Aber es war schwierig. Schwieriger, auf jeden Fall, klar. Mhm. Weil die Person ja irgendwie in so eine heile Familie eingedrungen ist. Die neue Partnerin des Papas hat auf jeden Fall ihre Chance bekommen und nutzt sie auch sehr gut. Ich habe sehr, sehr viele Jahre gebraucht, so 5 Jahre oder so, bis ich sie akzeptiert habe. Und ich habe ihr auch das Leben teilweise sehr unschön gemacht. Mhm. Es tut mir bis heute sehr leid, weil die sich beide unglaublich gut verstehen. Mhm. Aber auch heutzutage verstehe ich mich auch mit meiner neuen Stiefmutter sehr gut. Dann will ich der Person auch eine Chance geben, einfach auch meinem Elternteil zuliebe, um dann halt einfach zu sagen, so okay, die Person ist dir wichtig und dann möchte ich, dass die Person mir auch wichtig ist. Waren schon einige Partner auch oder Partnerinnen auch dabei. Ja, also wir haben immer ein bisschen was auch über die Zeit zu erzählen. Mein Vater ist lange schon mit meiner Stiefmutter verheiratet und hat auch 3 neue Kinder bekommen. Und der neue Partner meiner Mutter hatte noch einen Sohn mit in die Familie gebracht. Und deswegen habe ich im Grunde 4 Geschwister, aber bin Einzelkind. Das ist ein bisschen seltsam. Mama sogar wieder verheiratet. Und das war auch sehr schön, dass sogar denn der Papa auch bei der Hochzeit dabei war. Ja. Wenn eine Person so lange in deinem Leben ist, auch wenn sie von außerhalb kommt, dann hast du die auch irgendwann lieb. Wie oft habt ihr euch gewünscht, dass sich Mama und Papa wieder vertragen? Am Anfang relativ häufig, weil das manchmal ein bisschen stressig war. Also es gab eine Zeit, wo ich mir das sehr, sehr doll gewünscht habe. Ja, du warst so gerade am Anfang, genau. Man hat halt so die heile Familie noch mitgekriegt. Ich kenne es halt nicht anders, deswegen habe ich auch nie den Wunsch gehabt, dass sie zusammen sind. Ich kann mir die beiden auch zusammen schlecht vorstellen, weil ich es halt nie erlebt habe. Ich war irgendwie relativ schnell an dem Punkt, dass ich so gedacht habe, oh, vielleicht gibt es da noch jemanden, der noch einen Ticken besser dann
zu dem jeweils anderen passt. Ja, das war nichts mehr. Und die sind dann auch irgendwann, haben die sich zu komplett anderen Charakteren entwickelt, mit komplett anderen Eigenschaften. Und die denken sich heute selber so, wie konnte ich mit deinem Vater zusammen sein, weil die so unterschiedlich sind. Also nee. Gerade in dieser Anfangszeit und man irgendwie Sonntagabend, keine Ahnung, seit wie vielen Stunden dann unterwegs war, dachte man schon, das Ganze müsste man jetzt auch nicht machen, wenn die beiden sich irgendwie mal zusammengerissen hätten. Mittlerweile habe ich halt zwei Schwestern dazu gewonnen und eine Stiefmutter und einen Fast-Stiefpapa. Die heiraten bestimmt bald. Süß, ja. Und das sind so tolle Menschen, die in mein Leben getreten sind, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und ich wäre wahrscheinlich auch nicht die Person, die ich heute bin, wenn meine Eltern noch zusammen. Ja, damit ist die Tasse leer. Das war's.